Russische Separatisten haben offenbar mit ukrainischer Duldung an mehreren Stellen die Grenze zu Russland überschritten. Wie Aufnahmen auf X dokumentieren sollen, kommen auch Panzer bei den Vorstößen zum Einsatz. Putin könne man nur mit der Waffe vertreiben, argumentierte die Gruppe zwei Tage vor den bevorstehenden sogenannten Wahlen in Russland. In mehreren Orten des Landes sind heute Vormittag die Sirenen angegangen und es kam offenbar auch zu Schusswechseln. Gleichzeitig brachen in Raffinerien und Kraftwerken in St. Petersburg und an Orten, die teilweise 1000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt liegen, Brände aus. Russland bestätigte bislang Feuer in einer Ölraffinerie und einem Öllager sowie den Abschuss mehrerer Drohnen. Bei mir im Studio mein Kollege Marian Grund. Marian, also es gab offenbar an verschiedenen Stellen einen Angriff bzw. eine Überquerung auf russisches Staatsgebiet unter Duldung der Ukraine. Was weißt du über diese Vorfälle? Ja, ganz genau. Diese Separatisten, die haben es da geschafft, die russische Grenze zu überqueren, sollen da sogar einen Ort eingenommen haben. Und wir wollen uns das Ganze nochmal auf der Karte anschauen, wo genau sie rüber sind, wer das ist und welchen Ort sie da eingenommen haben. Werfen wir zunächst gemeinsam einen Blick auf die Karte, um uns anzuschauen, wo diese Separatisten dann tatsächlich von der Ukraine in das russische Gebiet eingedrungen sind. Denn das ist relativ neu, dass diese Separatisten so aktiv in den Kampf eingreifen. Das waren drei verschiedene Gruppen, die Legion Freiheit Russlands, das rechtsextreme russische Freiwilligenkorps und das sibirische Bataillon, die dann hier Richtung Belgorod und Kursk die Grenze überquert haben. Das Besondere eben, dass da auch der Ort Tjotkino eingenommen wurde, der hier direkt an der Grenze liegt, aber eben auf russischem Gebiet, und der soll eben von diesen Truppen eingenommen worden sein. Wir wollen uns diese Legion Freiheit Russlands aber nochmal im Detail anschauen. Die sind nicht besonders groß, die haben so eine Stärke von bis zu 1000 Mann. Einige reden auch davon, dass es nur einige hundert sein sollen, sind aber gut ausgestattet. Wir haben es ja auch gesehen, mit Panzern teilweise über diese Grenze gefahren, und die Zusammensetzung, das sind hauptsächlich Überläufer russischer Streitkräfte, aber eben auch russische und belarussische Freiwillige, die sich dort eben zusammengeschlossen haben, mit dem Ziel eben die Invasion der Ukraine abzuwehren und aber auch die russische Staatsführung, also eben Wladimir Putin, zu stürzen. Also wir sehen es, das sind ganz verschiedene Gruppen, drei insgesamt, die da über diese Grenze gegangen sind, aber das Ziel, das einzige gewissermaßen, diese Invasion gegen die Ukraine abzuwehren und eben gegen Putin und die russische Staatsführung vorzugehen. Dankeschön, Marian, für diese ganz aktuellen Einschätzungen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.